Und damit moin moin und herzlich willkommen, ihr Weihnachtsschlappen, zu einer weiteren Folge von Far Cry 3 mit mir, mit dem Badeschlappen. Und ihr habt es gerade aufblinken sollen, wir sollen mit Willis Huntley sprechen, dem Kollegen, der uns hier den Auftrag gegeben hat, mal schnell das ganze Gras niederzubrennen, das wir ja in der letzten Folge gemacht haben. Also wer es nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen. Richtige Action hier, mit dem ein oder anderen Fail natürlich, ganz klar. Also, hat wieder richtig Spaß gemacht. Aber bevor wir zu Willis gehen, ihr seht, ich laufe gerade in die andere Richtung, möchte ich nämlich vorher auf der Karte noch ganz schnell hier nach unten in dieses Schweinerevier gehen. Denn wir brauchen ein paar Schweine. Ein paar Schweinis. Damit wir uns diesen einen ledernen Gurt herstellen können, der uns dann ermöglicht, mehr Waffen mit uns zu tragen. Denn ich glaube, auf Dauer, die Missionen werden ja nicht leichter, wird das ein bisschen kritisch werden. Ich höre schon wieder Motorengeräusche. Er wird das ein bisschen kritisch werden und ich schaue gerade noch, da ist noch ein Leuchtturm, ein Funkturm, aber den haben wir schon. Das glaube ich ist dann der, oder? Rechts von uns? Ja, das ist der, den haben wir schon. Okay, nee, ich möchte dann nämlich ein bisschen diesen Gurt erstellen, vielleicht sogar noch diese Brieftasche. Ich glaube, dazu brauchen wir aber, nee, wir brauchen für die, das sind Schweine. Ey, und wir haben nur so einen Flammenwerfer, ne? Sollen wir jetzt die Schweine mit dem Flammenteil verbrennen? Also ja. Alter, das Viech lebt! Alter! Jetzt aber nicht mehr, oder? Jawohl, dachte schon, ey, das Viech, ne? Schwein, drücke Esk. Ja, ich weiß, was ein Schwein ist. Nur brennt jetzt der ganze Wald. Das ist ein Problem. Shit, das war natürlich eine dumme Sache. Dann müssen wir jetzt irgendwie an eine andere Waffe kommen, aber das ist auch... Kacke, wir schreien hier. Ach, hier sind ein paar. Ach, jetzt heile ich mich. Oh, ich dachte, ich bin aus Versehen auf die Granate gekommen, ey. Schon extra nach oben visiert, um zumindest dann in die Richtung zu schießen. So, wo ist jetzt das Schweinchen? Da ist das Schweinchen. So, wenn wir jetzt da reinlaufen, werden wir sterben. Aber wir nehmen das Schwein. So, plündern nicht möglich, weil wir zu viele Sachen in unserem Beuterucksack haben. Deswegen werden wir da gleich mal wieder ein bisschen was ablegen. Einfach mal irgendwas. Noch dazu mal ganz schnell schauen in die Herstellung, ob denn nicht noch so eine Spritze geht. Nee, in Besitz 0. Dann hätten wir nämlich da auch gleich noch was weggehabt. Nee, dann nehmen wir mal das Schweinchen, Flatsch, Boom, Bang. Und nehmen hier das Schweinsleder. So, zweimal Schweinsleder. Dreimal Schweinsleder, glaube ich sogar. Einfache Spritzentasche. Okay, wir können uns eine einfache Spritzentasche herstellen. Bis zu 5 Spritzen in dieser Tasche. Zwei haben wir. Vielleicht können wir uns das gleichzeitig noch mit hernehmen. Jetzt möchte ich erstmal schauen. Und zwar Brennstoffgurt für Flammenwerfer. Oh, cool, das können wir auch machen. Hundefell brauchen wir dazu. Ey, was braucht man da? Ein verschiedenes Fell ist doch egal mit welchem. Aber gut. Und zwar Munitionsbeutel nicht. Wo war denn das jetzt? Waffengurt, das was. Aber auch eine Brieftasche. Herstellen. So, robuste Brieftasche. Brauchen wir was? Kasualleder. Okay. Aber das Gute ist, wir können jetzt schon mal $2000 speichern, beziehungsweise irgendwo plündern und mitnehmen. Das ist schon mal cool. So, dann machen wir den Brennstoffgurt für Flammenwerfer. Mitführen beginnen mit den kleinen Gurten, um größere freizuschalten. Oder wollen wir das machen? Oder was anders? Eine Spritzentasche könnten wir, wie gesagt, machen. Aber da, die wollten wir machen. Stimmt, die wollten wir machen. Dann machen wir die gleich. Okay, da brauchen wir dann Hundefell, das können wir wieder kombinieren später. Aber jetzt machen wir es erstmal so, wir schauen mal ganz schnell in unseren Beuterucksack. Haben wir noch was frei? 30 von 32. Kann man hier irgendwie draufklicken, dass man gleich weiß? Nee, schade. Okay, was haben wir denn hier? Schöne Muschel? Das ist doch ein Teddybär hier. Naja, egal, ist ja wurscht, ist ja kack, egal, wir gehen mal ein Stückchen weiter. Und zwar wollen wir ja jetzt Richtung... Willis eigentlich. Das sollten wir eigentlich hier hin. Hier ist Willis. Dann würde ich sagen, wir gehen nach Beta und machen eine Schnellreise, oder? Ja. Machen hier eine kleine Schnellreise. Und dann schauen wir mal rein. Okay. Was Willis zu sagen hat. Der Mann in Weiß, der so ein bisschen, ja, ein bisschen geheimnisvoll ist. Den da der gute Jason ja als Spion bezeichnet hat. Und der uns auch den Auftrag gegeben hat, hier mal kräftig das Gras abzufackeln, das wir in der letzten Folge gemacht haben, und dann auch das Boot, um letztendlich dann zu Keith und Oliver zurückzukommen, die er dann anscheinend so ein bisschen, ja, wo er uns helfen kann, zumindest sagen wir mal so, ne? Also übrigens das Haus, das wir in ein paar Folgen zuvor ganz kurz angeschaut haben, wo ich schon zur Tür rein wollte, also
da sind wir dann gar nicht so auf dem verkehrten Weg gewesen. Interessiert nicht, da liegt noch eine Kippe. Aber wir sind ja Nichtraucher, stolze Nichtraucher. Und von daher, na gut, stolz muss man eigentlich nicht drauf sein. Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Mhm. Danke. Hast du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel, die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja, also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich hab fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Volles Wetter haben wir. Warum, was planst du denn gerade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, der interessiert mich einen Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verlangst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn ihr Jason Brody, okay, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Okay, dann ab nach Bearstown. Meine Güte. Also, jetzt geht's aber langsam schon Schlag auf Schlag. Wir sollen erstmal die Hütte verlassen und ich finde mich nicht zurecht hier. So, raus mit uns. Und dann geht's weiter in diese Richtung. Wir schauen mal schnell auf die Karte. Wir sollen zu den Reisfeldern. Ja gut, die scheinen nicht allzu weit weg zu sein. Würde ich mal fast vermuten. Oder wahrscheinlich jetzt doch, ne? Achso, ich drück gerade nur nach links. Ich dachte schon, wo scrollt der denn hin? Hier oben müssen wir hoch. Okay, dann würde ich fast sagen, gehen wir noch zum Funkturm schnell. Ein Mann namens Hoyt. Und zwar Hoyt. Und nicht morgen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nämlich darüber, springen ins Wasser, schwimmen rüber, hoffen, dass uns nichts angreift. Nehmen natürlich noch den Funkturm schnell mit, um einfach ein bisschen einen größeren Überblick zu haben. Vielleicht sind hier sogar Ziegen in der Nähe. Dann könnten wir uns noch mal ein bisschen Leder bzw. Fell holen und uns ein bisschen was herstellen. Da oben ist ja schon der Turm. Vielleicht gibt es ja auch noch einige Geheimnisse. Die Bahn bzw. diese Seilwinde, ne, die führt hier einfach nur runter. Können wir eigentlich nicht hochfahren, können wir nicht, wäre Blödsinn. Wäre Blödsinn. Okay, mal schauen, ob der auch wieder so wackelt. Denn da habe ich ja die Befürchtung, dass da noch irgendwas passt. Ja. Hallo? Klettern jetzt. Dass da noch irgendwas passieren wird, dass da irgendeiner noch zusammenkracht oder daraus man irgendeine kleine Mission baut, mehr oder weniger. So, hier hoch. Hier hoch. Sie bisher. Ganz einfach. Komm sogar ich mit klar. Nein, komm ich nicht. Okay. Müssen wir wirklich... Hier müssen wir nicht hoch. Da geht's schon hoch. Nur die Frage ist, wo es dann weitergeht. Jetzt springen wir Hä? Bin ich jetzt total blöd? Wir müssen doch. Jetzt passt auf. So, erstmal hier wieder ranklettern. Hoch mit dir, Jason. Gib Gas! Wir müssen hier weitergehen. So. Dann hier rüber. Dann hier rüber. Dann hier hoch. Dann hier hoch. So. Hey, Leiche plündern, da liegt eine Leiche. Was hat er denn dabei, der Kollege? Benutzte Nadeln. Der alte Dealer hier. So. Dann müssen wir schon. Wir sind hier schon richtig. Ah, der ist nur zu weit runtergefallen, der Idiot. So, aber jetzt hat. So, okay. Dann klettern wieder. Dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Dann bucken und hier weiter. Dann hier weiter. Dann klettern.
Oh, so langsam habe ich den Dreh raus. Ich fall gar nicht mehr runter. Wahnsinn. Dann hier weiter springen. Oh, gleich auf die Leiter springen. Auch nicht schlecht. So, und dann noch letztendlich aufpassen, hier hoch. Und dann müsste da nochmal eine Leiter nach oben sein, dann müssten wir es eigentlich schon wieder geschafft haben, ne? So schaut's aus. Perfekt, na Gott sei Dank, wir haben es mal geschafft. Und, oh, wir haben schon wieder gefällt. Egal. Wir sind auf jeden Fall oben, laufen der Sonne entgegen und sehen hier unten das schöne Dorf, das wir ja vorhin besucht haben. Sehr cool. Und das ganze Ding wackelt schon wieder. Plündern wir mal die Kiste, $24. Damit haben wir jetzt 1039. Und dann hier mal interagieren. Ran die Machete und weg das Schloss. Und den Rest kennt ihr. Alles abreißen, oben den Schalter noch umlegen. Ich glaube, das könnte ich mittlerweile auch allein. So, wir sehen's Assassin's Creed mäßig mal wieder. Da unten ist nochmal ein kleines Dörfchen. An der Straße gelegen. Da ist nochmal ein kleiner Tempel oder irgend sowas. Eine Ruine. Und das Fischerdörfchen, beziehungsweise überhaupt dieses kleine Dörfchen. Sehr schön. Funkturm ich will immer archiviert sagen, aktiviert. So, da unten ist ein Quad. 8 von 18. Wir müssen auch in die Richtung grob. Deswegen würde ich sagen, benutzen wir die Seilrutsche. Ich hoffe nur, das Quad ist ein normales Quad und nicht irgendeine Mission. Nee, gut, perfekt. So, dann rauf mit dir, lieber Jason. Und dann beginnen wir mal wieder eine kleine Fahrt. Bin schon lange nicht mehr Auto gefahren, oder? Kommt mir jetzt nur so vor. So, okay, dann nichts wie los. Da vorne steht nochmal eine Karre, aber das Quad gefällt mir mittlerweile fast besser. Und dann können wir auf die Karte schauen, ob es hier nochmal was Neues gibt. In dem freigeschalteten Punkt hier. Okay, wir fahren gerade eigentlich in die falsche Richtung. Obwohl, wir fahren einfach der großen Straße entlang, dann können wir gar nichts falsch machen. Oh, außer dass wir hier an so einem fetten Dings vorbeikommen. Alter, an so einem Dorf. Was geht? Okay. Da müssen wir vielleicht auch mal dem nächsten Paar erobern, oder? Da haben wir noch gar nichts gemacht in der Richtung. Sprich, ein paar Dörfer da angegriffen von den Piraten. Mal schauen. Boah, waren schon wieder welche. Alter, hier schüttelt uns aber ganz schön durch. So, links. Oh, und gegen den Baum. Hoppala, und weiter geht's. Boah, wie das ruckelt hier, ne? Ich glaube, zum einen liegt es gerade ein bisschen an meiner Framerate. Ah, hier sind wir schon mal falsch. Kommen wir hier runter, ohne dass uns was passiert. Ja, das geht. Das geht. Zum anderen aber auch am Spiel, dass hier, wie gesagt, beim Fahren sehr, sehr brutal und anstrengend für die Augen ist. Meiner Meinung nach. Gut, kann natürlich auch an meinem Fahrstil liegen. Kann man natürlich auch so sehen. So, da unten sind wir schon. Angekommen, endlich. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet in Barrows. Ich bin in Barrows Town. Town. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Heute darf dich nicht bemerken. Erwecke keinerlei Aufmerksamkeit auf dich. Ja, werden wir versuchen. Dann gehen wir mal hier hinten rum. Okay. Und schleichen uns mal ein bisschen an. Erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Da hinten brennt alles. Das sind erstmal keine Feinde, soweit ich sehe. Aber das kann auch schnell kommen. Boah, wie geil schaut denn das hier mal aus, ey. Diese Grafik, ne? Mega. Aber pst. Jetzt hier konzentrieren. Und nicht irgendwas labern. Wir müssen reingehen. So. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du! Lauf! Siehst du den rotgestreiften Ding mitten vor mir? Freundlich genug! Viel Spaß, Junge! Unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Alter Schwede, also auf. Ich muss den Kerl retten. Gelange unbemerkt. Ach so, unbemerkt. Oh Gott. Wo ist denn der Punkt hier unten? Okay. Schauen wir mal. Nur mal schnell das Visier hier nehmen, den Foto. Da sind 1, 2. Die er irgendwie nicht markieren kann. Foto machen. Aber das ist jetzt weiter uninteressant. Wir müssen hier runter. Und zwar unbemerkt. Wieso auch immer ich die da vorne nicht anmarkern kann.
Die schießen immer noch auf ihn, aber der versteckt sich recht gut. Das passt soweit. So, und jetzt werden wir hier. Soll ich die jetzt umbringen, oder was? Steht da irgendwas in meiner Mission? Sichere das Gebiet, bevor Rongo getötet wird. So, die zwei sind schon mal down. Ja, die sind eindeutig... Jetzt fallen die ins Wasser. Hoffentlich sind die trotzdem down. Jawohl, sind sie. Okay, weiter geht's. Wow! Alter! Achte auf die Minen. Okay, da waren Minen. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Alter Lutz. Okay, dann eben nochmal von neu. War da irgendwas gestanden von Minen oder habe ich das wieder gekonnt übergangen? Aber ich glaube, das hat er sogar gesagt, ne? Deswegen soll ich da mal ein bisschen aufpassen. Gut, die anderen sind ja auch durch Minen draufgegangen. Mann, Mann, Mann. Okay, Jason, mal los. So, ihr schießt nicht mehr auf mich. Okay, die sind schon mal down. Alter, Kollege, geh doch ein, wenn ich schon... Wenn der brennt und schießt uns noch fast ab, ey. So, befreie Rongo. Nachladen erstmal. Ich bin noch am überlegen, ob ich die Waffe loslassen soll und so eine andere nehmen. Obwohl, wir haben jetzt diesen Waffengurt, ne? Dann nehmen wir mal die hier. Und jetzt können wir hier auswählen wohl. Wartet mal. Ne, der schmeißt den weg. Ich dachte, wir haben diesen Waffengurt. Herstellung. Jetzt passt mal auf, wir haben doch hier diesen... Oder haben wir den noch nicht genommen? Ah, den haben wir noch nicht genommen. Ach, wir hatten... Nee, den hatten wir ja nicht, ne? Nicht über die Minen. Okay, hier drüber laufen, da dürfte nichts sein, ne? Eines explodiert, aber nicht auf uns. Okay. Balancieren. Alter, fall nicht runter, Jason. Boah. Ey, diese Holzflöcke da immer, ne? So. Wo ist Rongo? Rongo ist da drüben. Schnell wieder hoch. Alter, okay, da kommen wir aber nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Wir müssen irgendwie von hinten ran, oder? Wir probieren es mal von hinten. Ich will ja nichts riskieren. Okay. Jetzt rennen. Hoffentlich sind da keine Minen, ne? Aber ich schätze mal fast nicht, dass irgendwo im Dorf hier noch Minen versteckt sind. Okay. Also da brennt alles. Sieht auch ganz gut aus bisher noch. Und wir müssen irgendwie zu Rongo. Ey, ich lese immer Mongo da oben. Jetzt ist es gerade nicht da. So, okay, da kommen wir hin nochmal. Wenn wir hier reinlaufen. Mal schauen, ob hier nochmal Munition ist. Wäre nicht schlecht. Aber hier ist nichts. Okay. Befreie Rongo. Hab ich vor. So, dass wir Oliver finden. Und Keith, wenn er die Infos hat. Heilen. Heile dich. Sehr gut. Bin ich jetzt wieder reingetreten? War da wohl irgendwo eine? Da piept's doch schon wieder. Hein, 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 hein. Okay. Jetzt sollten wir es aber haben. Hier ist Rongo. Ich rette dich, Rongo. Interagieren, jawohl. Bind ihn los. Und geschafft. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Flucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Nur mit was? Mit was? Wir müssen eine Waffe nehmen. Wir müssen eine Waffe nehmen, Jungs. Toll. Bis ich die Waffe genommen habe, war schon die Mission vorbei. Hoffentlich, ja, perfekt, die lädt gleich nochmal. Aber das würde ich fast sagen. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie die Mission ablaufen wird und wie sie dann genau funktioniert und wie wir sie lösen, zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!